Es ist Sonntagmorgen und wunderbarer Sonnenschein. Hier im Schatten allerdings ist es noch ziemlich kühl, vielleicht so 17, 18 Grad, also wenn es hochkommt. Wir haben Ostwind und unten an der Futterstelle war es trotz Sonnenschein, also noch kälter als hier. Die Krähen sind zwar wieder erst gekommen, als ich gegangen bin von da unten, aber es war doch richtig was los. Von hier oben aus zu sehen ist, sie werden nur andauernd gestört, weil Falken wieder unterwegs. Ja, ich habe einen hier durchsausen sehen und alles ist dann auf Hab-Acht-Stellung. Und ich höre auch Bussard hier oben im Gefilde immer rufen. Also von daher sind die wirklich sehr aufmerksam und sehr vorsichtig. Auch hier um mich rum. Meistens Kleiberchen und so waren bis eben richtig voll zu Gange, auch der Eiche her. Hier sind überall Spinnweben gespannt. Das sieht gespenstisch aus. Eben als ich mein Mittag gegessen habe, meine Schnitte mit einem Stück Gurke, hat die ganze Zeit ein schwarzes Vögelchen neben mir im Baum gesessen. Ich glaube, das war die Madame. Ich konnte es aber noch nicht so genau feststellen. Ich muss mir erst die Aufnahmen vergrößern und da genau gucken. Eben ist der Eichelhäher hier durchgesaust und hat sich im Vorbeifliegen ein Stück von dem Frohlich mitgenommen. Hat mich auch schon die ganze Zeit belauert hier. Naja, ich werde aber auch nicht mehr so lange bleiben. Zum Sonntag wollte ich nachmittags auch einen schönen Kaffee trinken gehen. Nicht gehen, einen schönen Kaffee trinken. Und schneid vielleicht noch ein paar Filmchen. Mal gucken. Ist ja aber wundervolles Wetter. Man kann nur nicht direkt in der Sonne sitzen. Da wird man gebraten. Und im Schatten ist der steife Ostwind ganz schön kühl, muss man schon sagen. Kein Wunder, dass die nicht mehr als 20 Grad angesagt haben für heute. Aber in der Sonne ist es viel wärmer. Im September 2021 habe ich hierzu ja schon mal Phosmo Naturvlog aktuell Videos gemacht. Und zwar vom 1. September. Da waren es gleich zwei Filme, weil der Tag unglaublich gehaltvoll an Filmmaterial gewesen ist. Viele Tiere gesehen. Na, man hört die Falken sehr eindeutig. Ich denke, das kam auch übers Mikro gut rüber. Na, jedenfalls verlinke ich euch die Filme, weil dieses Filmmaterial habe ich jetzt hier natürlich nicht mehr verwendet, weil der Film doch recht ausführlich war. Ganz früh am Morgen los heißt der. Und es gibt noch einen extra Film, der heißt Eichkater Roxys Kinoreife XXL Show. Weil also der hat mich eine ganze Langeweile beehrt mit seiner Anwesenheit. Und das habe ich damals schon online gestellt. Ich verlinke euch die Videos als Infokarte und in der Videobeschreibung. Anfang September 2021 haben die Eichhörnchen allesamt und auch die Rabenkrähe Madame mir hier also wirklich sehr amüsante Szenen geliefert. Und das hatte ich damals schon in einem Phosmo Naturvlog aktuell Video verarbeitet, beziehungsweise in zweien. Und das eine davon heißt: Huch, hat Eichkater Roxy einen Doppelgänger?
Und das andere Rabenkrähe Madame ist eifersüchtig auf das Eichhörnchen. Und diese Videos findet ihr in der Playlist zur Rabenkrähen- und Füttertour 2021 und, so viel ich weiß, auch im Fosmo Naturvlog aktuell in der Playlist. Ich verlinke euch die Videos in der Videobeschreibung und ja, wenn es irgendwie möglich ist, dann gibt's die auch als Infokarte. Ich glaube, da gehört sogar noch ein Video dazu. Und das heißt Rabenkrähe Madame möchte gern, aber traut sich nicht. Das war auch in der Zeitspanne. Und da hat Rabenkrähe Madame hier lange, lange gesessen und das Futter beäugt, sich aber nicht runtergetraut zu mir. Heute geht schon den ganzen Morgen. Oh Mann, es ist irre heute. Den ganzen Morgen geht schon Sirene, tatütata. Und jetzt dieses komische Teil und ein Schuss. Roxili hat sich auch erschrocken. Den habe ich eben irgendwo in den Baumkronen meckern hören. Also das hört sich ja und fühlt sich auch so an, als wäre man auf dem Schießplatz hier. Eben hatte ich also wirklich ein wunderbares Schauspiel zwischen Madame und Roxy hier. Der Roxy hatte sich den Apfelkrebs von mir ergattert, beziehungsweise ich hatte ihn so ziemlich in seinen Weg gelegt. Und er ist auch prompt drüber gestolpert. Und als er damit in den Baum verschwunden war, dann war auch Madame etwas neidisch, weil sie sich sonst das immer holt. Nun, da liegt noch was. Ja, ein Stück Birne liegt da auch noch. Also, es kommt hier keiner zu kurz. Aber diese Sirene und das Tatütata heute Morgen und diese Dauer-Explosionsgeräusche, ja, also das ist schon wieder, das verdirbt so ein bisschen den schönen, wunderbaren Tag. Das wird heute noch mal richtig sommerlich mit, na, so, es geht bestimmt so Richtung 30 Grad in der Sonne. Ich habe zwar jetzt noch Jacke an, weil ich im Schatten sitze und im Ostwind, aber sofern man sich bewegt und ja, Sonne abkriegt, braucht man das nicht. Also, das war wunderschön, die Geschichte mit Madame und Roxy. Und ich hoffe, trotz der Knallerei, ich sehe noch was. Ich habe mal auf den Nachrichtenseiten gegoogelt und geguckt, ob ich was in Erfahrung bringen kann, was da eventuell los gewesen ist. Das könnte aus dem Industriegebiet Geesthacht gekommen sein, aber genauso gut auch, na doch, eigentlich schon so ziemlich genau aus dem Industriegebiet, aus den Dörfchen dort rundum, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen mit der Warnung.
Ich weiß doch nicht genau, was dieser Dauerton und dieses merkwürdige Auf und Ab zuvor zu bedeuten hat. Ganz ehrlich nicht. Da bin ich nicht firm drin. Und ich konnte aber nichts finden. Also ich lasse mich mal überraschen, ob ich, wenn ich zu Hause bin, noch irgendwas höre, was da gewesen ist. Auf jeden Fall ist jetzt Ruhe. Es gibt auch kein Sirenengeräusch von irgendwelchen Feuerwehrautos oder Rettungswagen oder sowas. Es ist absolute Ruhe. Kann auch nur eine Übung gewesen sein, wer weiß. Ja. War aber allerdings ziemlich beängstigend. Und ob man das dann noch Übung nennen kann, ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall konnte ich es nicht rausfinden und es ist dann aber wirklich Ruhe eingekehrt. Auch was Leute anbetrifft, ist hier absolute Stille heute. Und was mich wundert, weil es geht jetzt langsam auf Nachmittag zu. Es ist nach 2, also nach 14 Uhr. Oh, Gix, kein Specht. Da kommt der Eichel hier wieder. Trotz des Wahnsinnskrachs heute Morgen mit Sirene und Explosionsgeräuschen und so, ist das ein verdammt schöner Tag geworden. Und alleine die Eichhörnchen-Super-Show mit Madame und so zu Besuch war wunderbar zu sehen. Also ich habe es wieder genossen heute. Und ich hoffe auch sehr, euch hat das auch gefallen und ihr kommt auch das nächste Mal wieder zum Zuschauen. Erstmal bedanke ich mich jetzt fürs Interesse und fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.